So, moin moin, da sind wir auch schon wieder. Geht weiter bei Derry. Ich freue mich schon. Weil, was soll schon schief gehen? Wir können in den Darkroom. Da begreife ich nochmal die Steuerung war. Tabu. Ich meine, ich wenn auch noch Aaron und ich uns gut verstehen, könntest du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Moment, du meinst... Ich hätte Lust auf einen Dreier. Wenn du jetzt fragst, ob du einer der drei sein sollst, ist die Antwort nein. Oh, ich bin dabei. Wer weiß, Larry, vielleicht wird das mit Aaron und mir die beste Nacht deines Lebens. Meine Hände müssen nicht geschmiert werden. Zumindest noch nicht. Ich komme nicht ran. Und selbst wenn, würde ich den BH nie aufbekommen. Die Dinger sind so unnötig kompliziert. Ich durchsuche das Internet nach BH öffnen, komme nicht dran. Ich habe ein Tutorial-Video gefunden. BH-Telekinese für Dummies. Möchtest du es dir ansehen? Klar. Aha, alles ein Tutorial. So geht das also. Und dann nur noch... Okay, ich glaube, ich hab's. Schaut zu und lernt. Ah, es hat funktioniert. Diese Fähigkeit wird mir noch gute Dienste leisten. Das muss so einfach werden. Den habe ich mir verdient. Ja. Viel Stein vor der Hütte. An die entscheidenden Stellen komme ich nicht ran. Schade. Hier wird wohl sehr viel Gleitgel gebraucht. Das ist Isaac? Das war ein bisschen anders. Bist du mir fremdgegangen? Alarm! Alarm! Wie war dein Auftritt? Unglaublich gut. Alle waren völlig begeistert. Das lag sicher an deiner Show. Meinst du? Ich hatte eher das Gefühl, dass sie von der Lyrik fasziniert waren. Bei so tiefgründigen, mittelalterlichen Texten können doch meine Brüste nicht mithalten. Oh, die sind schon ganz okay. Wie war dein Auftritt? Unglaublich. Das lag sicher an dem Buch. Ich denke auch. Es sind so wunderbare Gedichte. Ja, ich muss mal wieder alles anders machen, ne? Liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich dann nicht für jeden Sound einen eigenen Command brauche. Das kann ich dann über diesen Loyalty-Shop abbilden. Treffen wir uns nachher im Darkroom? Ich weiß nicht. Ich kenne hier doch kaum jemanden. Ach,
Ich stell dir schon irgendwen vor. Ich würde schon gern wissen, mit wem ich da zu tun habe. Hier ist immerhin keine Webcam zwischen mir und den Leuten. Wen ich gern näher kennenlernen würde, ist Lemmer. Ich bin einfach begeistert, wie die abgeht. So eine Selbstsicherheit, so eine tolle Art, sich zu bewegen. Vielleicht kann ich da was arrangieren. Wenn du magst, mache ich dich mit Lemmer bekannt. Oh, das wäre der Hammer. Die will ich unbedingt näher kennenlernen. Gern noch etwas intensiver. Warte, ich stelle euch vor. Machst du schon lange Musik? Ich habe mir damals die Gitarre meines Vaters geschnappt und einfach losgelegt. Wollt ihr nicht lieber über mich reden? Musst du dich immer einmischen? Na gut, Larry hat es offenbar so nötig. Wir gehen schon mal in den Darkroom vor. Komm dann einfach nach, Larry. Keine Fotos, nicht wie der Kevin mit Blitzlicht. Hallo? So, random Game Fuck. Larry? Ich werde mich gerade nicht Pause machen. Ah, jetzt. Random Game Fuck. Zu Beginn des Spiels System Shock 2 befindet sich ein blaues Fenster im Raum. Dann dort hindurch entdeckt man einen Androiden, der den Macarena tanzt. Habe ich nie gespielt. Aber ich glaube, jemand, der das Spiel kennt, der wird auch die Szene. Kann ich denn jetzt? Ein Unter kann nur auf der Straße gerufen werden. Ah, ich wollte die Maus. Labrige Masse oder feuchtes Loch? Das fühlt sich feucht, ganz schön feucht an. Ihr wollt es doch auch. Schmeckt nach Eisen. Na, da geht's ganz schön tief rein. Hallo? Larry, hier drüben, mein Süßer. Ich hab schon alles vorbereitet. So, haariges Etwas, bebende Masse Fleisch, seltsam riechendes Objekt, oder labrige Masse. Die Scheiße war episch. Bebende Masse Fleisch, würde ich sagen. Da geht's zur Sache. Das macht Spaß. Larry? Huch, falsch verbunden. Auf Wiederhören. Jetzt verbunden. Etwas riecht hier fischig. Yep, das ist definitiv ein Fisch. Vermisst jemand seinen Fisch? Larry. Lass die Spielchen. Ich bin bereit für dich. Rudelnder Pool. Das klingt wie eine Fritteuse, aber wer würde so etwas schon in einen Darkroom stellen? Uah! Wer stellt sowas in einen Darkroom? Larry? Ich will dich, Larry. Besorg's mir, Larry. Aaron? Lemma? Seid ihr das? Nach Melonen tauchen. Ja, genau da. Mein Mann im Boot schaukeln. Ja, genau da, Baby. Du machst mich ganz feucht. Was ist denn in den Hotdog? Ich bin wieder da, Ladies. Polizei! Alle Hände und Genitalien dahin, wo wir sie sehen können! Mein Bart strotzt vor Bärtigkeit. Ein Larry Lovitch. Ah nein, Leffer! Larry Leffer! Sie sind verhaftet! Das war ja klar.
Ja, war irgendwie auch klar. Ah, ja. Okay, bringen wir es hinter uns. Name? Larry. Larry Leffer. Wie ist dein Name, Süße? Anu Singh. Ich bin deine Pflichtverteidigerin. Später schon was vor? Hm? Ja. Hey, du warst doch auch vorhin im Hell's Porn. Du hast sogar mit mir geredet. Leider. Ah, okay. Vielleicht ist das auch so ein Achievement, dass man am Ende alle Instagram-Posts, die man sammeln kann. Pflicht? Du solltest es als eine Ehre ansehen, mich verteidigen zu dürfen. Du kannst gern deinen eigenen Anwalt anrufen, wenn du einen hast. Das dachte ich mir. Was wird mir eigentlich vorgeworfen? Eine ganze Latte. Sexuelle Belästigung eines Gargoyle. Es war dunkel und ich hatte getrunken. Vergiften einer Internetpersönlichkeit. Es war dunkel und ich hatte getrunken. Beschädigung eines Glücksspielautomaten unter Zuhilfenahme eines illegalen Nagetiers. Da fehlt der Teil mit dem Käsekondom. Beleidigung einer älteren Dame. Welche genau? Da waren mehrere. Illegales Plakatieren. Ja, diese Chemtrails haben mich dazu gezwungen. Ausübung einer Tätigkeit als Privatdetektiv ohne Lizenz. Lächerlichkeit. Erstens mal heißt das Lächerlichkeit und nicht Kalt. Und zweitens, lächerlich machst du dich. Ich finde den super. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Vortäuschung einer Qualifikation als Internettechniker. Mode kommt von Modem. Erzeugen eines Risses im Raum-Zeit-Kontinuum durch Ignorieren des Kanons der Vorgänger. Okay, das würde man wahrscheinlich besser verstehen, wenn man die Vorgänger kennen würde. Ja, wie er sich selbst immer am meisten hält. Das Beste war ja auch irgendwie, im Gegensatz zu dir habe ich es nicht nötig, dich zu beleidigen, du Wichser. irgendwie so hat er das gesagt. Ich habe mir eine Drachenlord-Pause, sie hält bereits 2 Wochen an. Ist ja eigentlich auch besser so, dann wollen wir gar nicht mal wieder anfangen. Das ist eh öde. Lernen tut das eh nie. So. Da kannst du auch mal 3 Wochen weg sein, verpassen tust du. Sein, wenn es mal wieder richtig geknallt hat. Aber das glaube ich, gibt es im Moment nicht. Al ist nicht ans Telefon gegangen. Das dürfte ja wohl für den Moment reichen. Kann ich jetzt gehen? Ich warte auf meine Ablösung. Die kann sich um deinen Fall kümmern. Gerade habe ich wirklich wichtigere Dinge zu tun. Sollte jemand die unverschämt hohe Kaution hinterlegen, darfst du natürlich gehen. Aber bis dahin verhältst du dich besser still. Hey, Knastbruder, Schwester. Hallo, schöne Frau. Na, Süßer, ich liebe dein Outfit. Endlich jemand, der Ahnung von Mode für Männer hat. Du hast ja keine Ahnung, Schätzchen. So, Random Game Fact. 2010
ersetzte Google sein Logo für 2 Tage durch eine spielbare Pac-Man-Version. Der durch weltweit spielende Angestellte entstandene wirtschaftliche Schaden wird auf etwa 120 Millionen Dollar geschätzt. Ich bin wirklich unschuldig. Wirklich? Wie langweilig. Stehst du etwa auf böse Jungs? Nicht nur auf die, auch auf die bösen Mädchen. Ja, warum? Weil die Leute in ihrer Arbeitszeit nicht gearbeitet haben, sondern lieber sich das Pac-Man angeguckt haben. Deswegen. Das ist können ja. Ich glaube, das ist keine Frau. Ich glaube, du hast recht, ja. Was hast du verbrochen? Hallo, ich warte auf meine Leibesvisitation. Warum so laut? Weil dieser heiße Arsch in Uniform schwerhörig ist. Weißt du, dass das der bestaussehendste Mann in der ganzen Stadt ist? Kann noch eine ganze Weile dauern. Mach es dir unterdessen bei mir bequem. Du hast das eingerichtet? Sieht irgendwie tuckig aus. Scheint, als wäre nicht nur dein Modegeschmack veraltet, Süßer. Inzwischen sind Menschen wie du und ich doch total in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Moment. Denkst du vielleicht, ich wäre... Kleiner, keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei Bruder Tuck so sicher wie die Jungfräulichkeit von Maria in einem Stall voller Engel. Ich bin nicht schwul! Natürlich nicht. Und ich habe meinen Schwanz auf gar keinen Fall hinten hochgeklebt. Du hast einen Penis? Das fragt man doch keine Lady. Ich bin schwer verwirrt. Wo ist mein ganzer Kram? Da kommst du nicht ran, Schätzchen. Die liegen alle in der Asservatenkammer. Aber dein Pifon liegt da noch auf dem Safe. Das müssen sie noch bearbeiten. Da muss man doch irgendwie rankommen. Wenn du das habe ich auch gerade gedacht. Bist, wärst du ein heißer Kandidat für meine überfällige Leibesvisitation. Du scheinst dich da ja ganz schön drauf zu freuen. Ich mag es einfach, von starken Männerhänden überall angefasst zu werden. Außerdem habe ich noch eine Überraschung in mir versteckt. Ich musste ja fragen. Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen? Mir fällt bestimmt etwas ein. Aber sieht das etwa so aus, als würde ich hier raus wollen? Aber wenn ich dir zu deiner Untersuchung verhelfe, hilfst du mir bei der Flucht? Halleluja! Das ist Musik in meinen Ohren. Warum wollen die dich nicht untersuchen? Genau das frage ich mich auch. Die letzte Leibesvisitation ist schon wieder 3 Tage her. Moment. Lässt du dich absichtlich einsperren? Eine Drag Queen tut, was eine Drag Queen tun muss. Drag Queen? So wie in der Cocky Horror Picture Show? Ne. Lust auf einen Time Warp? Nicht schon wieder. Ruhe da drinnen, sonst komme ich raus. Da hast du deine Antwort. Wir müssen etwas finden, was laut genug ist, um ihn zu nerven. Oh, Leute nerven. Das finde ich super. Machen wir erstmal, was wir hier so finden. Ein Pömpel ohne Stiel. Nehmen wir erstmal. Nicht anfassen. Sie ist heilig. Man huldigt ihr nur. Werbung für eine Sängerin oder Wimperntusche? Man weiß es nicht. Das würde das ein Loch in der Wand verdecken. Na gut. Da scheint Licht von draußen rein. Da führt es nach draußen, dass ich einmal die Welt durch Gitterstäbe sehen würde. Vorne ist an der Straße. Ja, das war so klar. Irgendwer hat vor dem Polizeirevier eine Trillerpfeife verloren. Staatsschutz, Bayern, Forensik, Rainer Winkler und alle anderen auch, aber ganz schnell jetzt. Also ich könnte uns auch so einen tollen Bezug nähen. Aber ich glaube, das ist gar nicht nötig, die kann man fertig kaufen. Ich habe versucht, mein eigenes Parfum zu kreieren. Golden Rain. Hat aber nicht so gut funktioniert, wie ich es erhofft hatte. Oh, ich will die Inhaltsstoffe gar nicht wissen. Das kannst du ruhig haben. So. Plötzlich träume ich, die Kunstwerk von Kreml, Kartoffeln und Duft.
Das wäre gut gewesen, wenn das jetzt funktioniert hätte. Ich würde rankommen, aber damit werden bestimmt die ganzen Das hilft mir nicht. Eine Fälschung von dem Designerduft. Ja, ja. Erstmal braucht der Pömpel einen Stiel. Schauen wir mal, was wir hier noch so. Haben wir hier aber nicht. Hey, Knast! Wir werden ja noch genug Zeit. Wie schnell man so ein nerviges Ding doch vermisst, wenn man nicht rankommt. Hallo, Pi. Sie scheint mich nicht zu hören. Mal sehen, ob das laut genug ist. Hey, was soll der Krach? Meine Zellennachbarin besteht auf einer Leibesvisitation. Genau, ich warte schon die ganze Zeit. Was? Du bist schon wieder hier? Wie? Das mache ich nicht mehr. Von mir aus könnt ihr beiden euch selbst darum kümmern. Ich will nochmal mit meiner Anwältin sprechen. Die hat wichtigere Dinge zu erledigen. Ich auch. Ich war's nicht. Ich habe die Instagram-Story auch gesehen. Ich wollte nur sicher gehen. Och, nichts. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren. Sei. Das lässt sich nicht. Kann man hier ja nicht machen. Es lässt sich nicht mehr anlocken. Ich hasse meine Nippel. Das hilft mir nicht. Das muss nicht. Das lässt sich nicht kommen. Gucken, was wir alles parfümieren können. Vielleicht bringt das. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Dafür, dass ich einmal. Kann ich nicht. Erstmal. Was soll ich sagen? Ja, Glückwunsch. Kann nicht jeder von sich sagen? Irgendwo dahinter ist der Polizist. Es lässt sich nicht mehr. Es lässt sich nicht. Okay, wenn Dialogoptionen durch. Hey, Knall. Dann durchsuche ich dich halt. Gib dir etwas mehr Mühe, Schätzchen. Sie haben das Recht zu schweigen. Und, warum liegt denn hier Stroh rum? Ich hatte schon schlimmere Dates. Officer, ist das Ihr Prügel oder freuen Sie sich, mich zu sehen? Wie macht man das denn auf? Vorsicht, das ist nur mit der Heißklebepistole fixiert. Das ist aber groß. Ach, Sie schuft. Ich bin Jungfrau. Hey, ich auch. Also, vom Sternzeichen her. Ach, Sie haben aber kalte Hände. Ach, und so feucht und... Was ist das denn? Hups, wie ist das denn da reingeraten? Okay, ich muss mir jetzt erstmal die Hände waschen. Ich brauche jetzt eine Pause.
Und ich wünschte, ich könnte das alles schnell vergessen. Dieses Spiel. Ach. Salatgurke. Lang und steif. Ja, ja, ich weiß. Das lässt sich nicht... Eine Gurke mit Saugnapf. Das hilft mir nicht. Das wäre gemein. Lang und schlaff. Ein bekanntes Problem. Was hatte Larry in den 90ern auch immer angeboten? Ja, das ist ja, das ursprüngliche Spiel ist ja irgendwie von 87 oder so. Vielleicht müssen wir das auch irgendwann mal spielen. Weiß ich nicht, was sagst du? Lass dich bestimmt irgendwie auftreiben. Hoffe ich. Nicht, dass ich dir zu viel verspreche. Ich dir weiterhelfen, Larry. Na, es gibt schon richtig viele Teile, ne? Ich muss hier irgendwie raus. Ich bin unschuldig. Ich rufe deinen Notfallkontakt an, Richard Ryder. Warum ist Dick mein Notfallkontakt? Hat er sich etwa selbst eingetragen, als er... Naja, auch egal. Hol mich hier nur raus, egal wie. Hallo? Hast du zufällig Erfahrung mit Gurken? Larry? Oh, wenn du wüsstest. Ich stecke hier in einer Zelle und niemand hilft mir. Larry, es tut mir wirklich leid, dass ich dich so versetzt habe. Du hast was gut bei mir. Ich hol dich raus. Larry, bevor du etwas sagst, möchte ich mich entschuldigen. Weswegen? Ich war mit dir auf einem Date im Hell's Pawn und ich habe mich wirklich darauf gefreut. Und ich habe gedacht, ich wäre über Lance hinweg, aber dann im Darkroom... Ach, Schwamm drüber. Danke, dass du das so locker siehst. Es könnte daran liegen, dass ich gar nicht auf Männer stehe. Moment. Du bist eine Hete? Warum haben wir dann bei Timber gematcht? Das Hausverbot stellt den Mann vor große Probleme. Sein Bier ist alle und er benötigt dringend Nachschub. Oh Mann, Larry. Ich mag dich. Dann sind wir ab jetzt eben Freunde. Ohne Benefits. Ich schulde dir, glaube ich, noch ein Bild. Ich schicke es dir rüber. Ich bin sicher, es wird dir helfen, die richtige zu finden. Danke. Ich aktiviere es gleich mal. Ach, Larry, da wäre noch was, was Lance angeht. Ich habe eingesehen, dass er einfach der Richtige für mich ist. Schluss mit dem Dating-Wahnsinn. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Seit dem Vorfall redet er nicht mehr mit mir und hat mich überall geblockt. Kannst du vielleicht mit ihm sprechen? Lance ist wie Wachs in meinen Händen. Ich mach's. Unter einer Bedingung. Du musst mir die Höchstpunktzahl bei Timber geben. Die brauche ich nämlich für meine große Liebe. Faith. Das hätte ich sowieso getan. Aber klar, abgemacht. Lance sieht ein Problem darin, sich öffentlich zu uns und seiner Sexualität zu bekennen. Er denkt, es hätte Nachteile für ihn. Wenn er doch bloß nicht so viel darauf geben würde, was andere von ihm denken. Ich würde mich so gern mit ihm versöhnen. Wie kannst du denn so offen damit umgehen? Für mich war das nie ein Problem. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mich der weibliche Körper nicht anzieht. Der männliche aber dafür umso mehr. Außerdem haben mir Ikonen wie Lady Gag oder Freddy Quicksilver geholfen, damit offener umzugehen. Aha, also muss ich Lance einfach zeigen, dass er nicht auf Frauenkörper steht, sondern auf Penisse. Und ich muss ihn dazu bringen, an diese schwulen Ikonen zu glauben. Was? Das habe ich eigentlich nicht gemeint. Es ist ja nicht so, dass man einfach... Kein Problem. Ist schon so gut wie erledigt. Ich bin nicht nur ein guter Liebhaber, sondern auch ein exzellenter Verkuppler. Vielleicht hätte ich lieber jemand anderes fragen sollen. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Eben noch im Knast, jetzt wieder im Geschäft. Larry Leffer ist zurück, Ladies. Bald sind wir zusammen, Faith. Oh, der Polizist hat mir zwar meine Sachen wiedergegeben... Aber es fehlt einiges. Und irgendwie sind auch Sachen dabei, die mir nicht gehören.
Oh. Wir können jetzt ins Fitnessstudio. Eigentlich habe ich nichts übrig für Blumen, aber die sind sehr dekorativ. Okay. Gut, erstmal random Game Fuck, ne? Meinst du das ernst mit dem, dass mit dem Blocken sollte verboten werden? In manchen Punkten ist es tatsächlich so, aber das Blöde ist halt, ja, du hast halt einerseits die Leute, die halt alles blocken, was nicht deren Meinung ist, da finde ich das, sollte es irgendwie reguliert sein. Also man sollte nicht einfach jeden wegblocken können, nur weil einem die Meinung nicht passt. Aber was machst du dann gegen Spambots? Die musst du ja auch irgendwie blocken können. Wenn du denen immer nur Timeouts geben möchtest, dann kommen die ja jede 5 wieder. Man müsste ein bisschen mehr dafür gerade stehen müssen, dass man geblockt wird. Das finde ich. Aber wer soll es am Ende kontrollieren? Du kannst halt nicht bei Millionen von Usern von den Plattformen, kannst du ja nicht bei jedem korrigieren, ob der Block jetzt gerechtfertigt wird. Oder bei Instant Messengern, da sehe ich das auch noch ein. Musst du ja selber entscheiden können, ne? Aber gerade so diese öffentlichen Sachen, wie jetzt hier zum Beispiel Twitch oder YouTube oder Kick oder was auch immer, da finde ich, sollte man schon berechtigt nur blocken dürfen. Nicht nur, weil einem die Meinung nicht passt. Gut, zurück zum Random Game Fact. Ursprünglich war Resident Evil Code Veronica als dritter Teil der Serie geplant. Da man wegen eines Vertrags mit Sony noch ein weiteres Hauptspiel der Reihe auf der PlayStation veröffentlichen musste, hat man kurzerhand eine 3 an Resident Evil Nemesis angehängt. Aber ich muss sagen, da habe ich so eine Bildungslücke. Also Resident Evil 0 habe ich gespielt, 1 und dann 2 oder 3, die Ecke kenne ich gar nicht. Und 4 habe ich dann wieder gespielt, 5, 6 und 7. Aber so 2 und 3, das habe ich noch nie gespielt. Gut, ich kann ja hier draußen auch das rufen. So, wollen wir uns mal im Fitnessstudio umgucken. Du hast neue Matches auf... Achso, ja, die müssen wir uns auch erstmal angucken. Sorry, aber verarschen könnt ihr mich alleine. Ach, das ist ja romantisch. Okay, Leute. Die MacBoy-Face. Ja, ich glaube, dass jeder von denen da eine Anspielung auf irgendwen ist. Gerade, ich habe noch nicht genug getrunken. Ich hole mir mal gleich was zu trinken. Gleich wieder da. Ich habe hier ein tolles Be Right Back Ding. Dann gib mir eine Minute, dann bin ich gleich wieder da.
Da sind wir wieder. Die Musik ist nett, ne? Die ist auch aus dem Larry-Soundtrack. Dein perfekt. Perfekt für die kleine Pause. Die ist subtil. Das Gym ist ausschließlich für Mitglieder. Die Schranke lässt mich nicht durchgehen. Ja, aber wir haben jetzt ja eine tolle Karte. Huch! Ich hab. Jo, da Queen Resub. Ja, das stimmt. Herr Youthwengel. Oh, du hast noch gar nicht deine Monatsration Muskelaufbau bekommen. Hier. Viel Spaß beim Trainieren. Ja, Alex, ich muss dir nachher nochmal das neue Skript schicken. Ich hab schon ein bisschen gesammelt. Fehlen nur noch so ein paar Sachen. Sonst alles gut? Aua, das Ding ist ja lebensgefährlich. Macht's wieder. Aua. Das ja. Ja, also. Box hat ja Selbstverstümmelung gewusst. Aua. Das Ding ist ja. Ja, bei uns ist soweit, glaube ich, auch langsam wieder alles okay. Ich meine, so krankheitstechnisch. Ich glaube, wir haben es bald geschafft. Man merkt es so, Nase ist trotzdem ständig nochmal zu, aber es ist zumindest so, dass man morgens wieder aufsteht, ohne Kratzen im Hals. Immer toll. Wofür auch immer ich jetzt Bleichmittel mitnehmen muss, aber warum auch immer es überhaupt liegt. Oh mein Gott! Diese Reaktion bekomme ich oft. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so untrainiert wirkt. Larry Leffer, zu Diensten. Larry Leffer? Du bist der Typ, mit dem ich auf Timber gematcht bin? Auf dem Profilbild siehst du aber viel sportlicher aus. Ich suche noch die richtige Trainingspartnerin. Wenn du meinst. Jedenfalls bist du hier am richtigen Ort, wenn du was aus dir machen willst. Ich bin Diana und ich leite das Studio. Wenn du einen Trainingsplan oder Tipps für Trainingsmethoden brauchst... So, nachdem das geschafft wäre, erstmal auf Toilette. Betreuen lassen. Wie wäre es mit einem Date? Ich habe Regeln. Eine davon ist, dass ich nicht mit Hänflingen ausgehe. Ich bin fitter, als ich aussehe. Im Internet tust du zumindest so. Ja, wenn du wirklich so fit bist, wie du behauptest, hast du ja sicher kein Problem mit einem Test. Der das kann ja gar nicht. Zonenherausforderung. Kann ja gar nicht. Amazonen hatten nur eine Brust, wegen Pfeil und Bogen. Dann dürfte es für dich ja erst recht kein Problem darstellen. Ich will sehen, wozu du in der Lage bist. Siehst du den Sandsack? Zeig mir, dass du ihn zum Schwingen bringen kannst. Kein Problem. Ich habe schon schwerere Dinge zum Schwingen gebracht. Das Geräusch auch immer. Aua, das Ding ist ja lebensgefährlich. Und beeindruckt. Was macht der Sport? Ich bin voll im Plan. Wie sieht dein Trainingsplan aus? Weil ich so viel Arbeit mit der Studioleitung habe, trainiere ich nicht mehr so viel wie früher. Heutzutage gehe ich nur noch zweimal am Tag laufen. Mache dazwischen Cardio, gehe jeden zweiten Tag schwimmen und wenn ich zwischendurch Lust habe, bin ich auf dem Ergometer. Ja, zum Glück klar. Habe ich meine Fitnessuhr, die mir immer sekundengenau sagt, was ich zu machen habe. Das klingt sehr hilfreich. Ja, nicht wahr? Diese Uhr ist mein Leben. Seitdem ich sie habe, bin ich ein besserer Mensch. Früher habe ich locker 1 bis 2 Tage Pause gemacht und bin am Wochenende mit meinen Mädels losgezogen. Aber hast du dir mal ausgerechnet, wie schlecht diese Art von Freizeit für deinen Körper ist? Ich weiß, das sind die richtigen, was gut ja. für deinen Körper wäre. Eine Massage von Larry Leffer. Deine zarten Fingerchen würdest du dir an meinen Schultern wahrscheinlich brechen. Ich werde es dem Sandsack richtig zeigen. Wart es ab. Ja, lass ihn so richtig schwingen. Mein... Sag es besser nicht. Ich gehe dann mal wieder... Wenn's hilft. Okay. Sonst ja auch nicht mehr. Hey, Lance. Hm? Willst du dich nicht wieder mit Dick vertragen? Dick? Welcher Dick? Dein Ex-Freund? Das geht dich überhaupt nichts an.
Lass mich in Ruhe. Keine Sorge, ich werde dir helfen, zu dir selbst zu stehen. Das haben wir gleich. Was? Ja, das Lama. Wovon redest du da? Das Lama. Batista kennt das Lama auf jeden Fall. Das ist ja super. Routine. Ich glaube, die meisten hier kennen es wohl nicht. Gib mir noch einen Moment, ich muss etwas besorgen. Ja, super. Ich glaub, sollte ich noch mal irgendwann ins Fitnessstudio gehen, ich brauche... Da hängt sogar noch Kabel raus! Ich muss noch mal hören, ich hab gar nicht richtig aufgepasst. Dick? Welcher Dick? Dein Eck. Das geht dich überhaupt nichts. Keine Sorge, ich werde dir helfen, zu dir selbst zu stehen. Was? Gib mir noch ein... Ja, also ich muss wohl Dinge besorgen. Macht alles in Sekundenschnelle weiß. Kann ich bestätigen. Ursprünglich war mein Anzug mal schwarz. Hm. Ein weißliches Pulver, das beim Muskelaufbau helfen soll. Hm. Das lässt sich nicht kombinieren. Das lässt sich nicht kombinieren. Nicht. Ich weiß noch nicht, wofür wir dieses Bleichmittel brauchen, aber es kann nichts Gutes sein. Das hilft mir nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich damit ein anderes Rätsel lösen muss. Schützt die wichtigsten Körperteile vor Schnittverletzungen. Die wichtigsten Körperteile, ja. Weißt du es? Ich glaube nicht, dass er das machen wird. Das lässt sich nicht kommen. Ja, sein können. Das ist keine gute Idee. Ja, das mag sein, aber nee, danke. Hey, das ist meine Bowlingkugel. Das macht sich gut da. Hey! Bleib stark. Immer! Eher nicht. Eher nicht. Ich glaube, ich werde erst mal gucken müssen, ob es sich noch irgendwo anders was geändert hat. Schau mich mal um. Irgendwie was Neues gibt. Oh, das Gerät. Der Facomatic Deluxe. Mit diesem kraftvollen Ding könnte man sogar Wände einreißen. Ach. Oh, ist das deine Erfindung? Das ist der... Deluxe. Was für ein Hammer. Nimm sie ruhig mit und probier sie aus. Ich brauche Feedback. Sei vorsichtig mit dem Ding. Es hat die höchste Rammkraft, die ich je bei einem Sextoy erreicht habe. Das glaube ich gern. Der Prototyp des Facomatic Deluxe. Angeblich mit extremer Rammkraft. Das kann ja nur nach hinten losgehen. Oh Mann. Aussieht. Neues gibt. Thank you.
Da geht's dann auch wieder weit. Nein, da wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ach. Ja, 32 GB RAM. Ballons? Nimmst du einfach alle. Die Leute hier. Stimmt, wenn das neue Modell rauskommt, da muss man schon mal ein paar Tage vorher da campen. Eigentlich unrealistisch, da müssten eigentlich so kleine Zelte und sowas vorstehen. Leute, was denn jetzt? Wie laufen die Verkäufe? Bescheiden. Die Leute wissen alle, dass bald das neue Modell erscheint. Kann ich auch bei Prune arbeiten? Was? Du? Wer bei Prune arbeiten will, muss einen langwierigen Evaluationsprozess durchlaufen. Denn hier dürfen nur die Besten der Besten arbeiten. Wie wir? Wir suchen sowieso nur Praktikanten. Und es ist nicht so, als hätten wir die Praktikumsverträge einfach so rumliegen. Im Euro-Training, das ist einfach so, dann macht man halt ein paar Liegestütze oder so. Das ist Euro-Training. Als Anlehnung an diese eine Serie, ich weiß nicht, welche das war. Ich suche eine Nari, die hier arbeitet. Woher kennst du denn Nari? Ich bin mit ihr auf Timber gematcht. Wow, das muss an dem Profil liegen, das wir dir eingerichtet haben. An die kommst du nicht dran. Sie ist die technische Leiterin des neuen P-Phones. Da müsstest du schon hier arbeiten, um sie zu treffen. Kann ich auch bei Prune arbeiten? Was? Wer bei Prune arbeitet denn hier? Dürfen nur die Besten der Besten. Wie wir? Wir suchen sowieso nur Praktikanten. Und es ist nicht so, als hätten wir die Praktikumsverträge einfach so rumliegen. Bis später. Leute? Was denn jetzt? Bis später. Oh, wahrscheinlich nicht nochmal hoch. Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. Noch Heimtrainer. Ich habe keinen Heimtrainer. Normalerweise mache ich meinen Sport auch eher auswärts. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ganz nett. Solange es nicht übertrieben wird. Ich würde es ja machen wie bei Imp, so mit anderer Kamera und dann, aber das habe ich hier leider nicht. Es gibt. Der Aluhut. Was ist denn mit dir passiert? Dein Flyer hat mir die Augen geöffnet, Larry. Die wollen nicht, dass wir selbst denken. Sie versuchen, unsere Gehirnströme zu manipulieren. Mit diesen Smartphones. Um jeden Aspekt unseres Lebens zu kontrollieren. Zu den Fackeln und Mistgabeln. Wacht auf, Schlafschafe. Hier. Das wird dich vor ihnen schützen. Pass auf, dass sie dich nicht entführen. Im tollen Aluhut. Schützt laut Smokey das Gehirn vor Gedankenmanipulationsstrahlen. Oder sowas. Sie arbeitet hier in der Pfandleihe. Wenn sie auf Retro steht, dann vielleicht auch auf mich. Hallo. Hat sie auch gar nichts mehr hier. Macht es. Oh ja, ich habe mein ganzes Leben. Der Laden hat meinen Eltern gehört. Und ich habe ihn vor ein paar Jahren übernommen. Immer wenn ich hier arbeite, muss ich. Einige Sachen liegen hier schon seit Jahrzehnten rum. Ist das nicht toll? Bis später. Nein, ich traue mich nicht näher an ihn ran. Gruselig. Wie können Leute sowas mögen?
10.11. beginnt der Hamburger Dom. Beginnt. Da brauche ich gerade mehr Kontext, sorry. Durch das Bullauge kann ich in den Frachtraum des Schiffes schauen. Hoffentlich werde ich nie in so einem Raum. Ja, irgendwie habe ich den Eindruck, dass es dann noch so hingeht. Lächerlichkeit. Erstens mal heißt das Lächerlichkeit und nicht Kalt. Und zweitens, lächerlich machst du dich. Das hat seinen Zweck erfüllt. Das ist einfach wie Grund werde ich nicht überzeugt, der das sagt. Okay. Ehrlich gesagt, so bei so Stadtfest, Kirmes, was auch immer. Also mehr Larry, als. Was du in dem Club angerichtet hast. Also mehr als hier Schützenfest wie in Hannover brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist schon so groß. Du gehst halt einmal rum, um zu gucken. Sorry. Gehst halt einmal rum, um zu gucken, womit du fahren willst. Und dann gehst du da nochmal hin, fährst und dann bist du eigentlich auch schon fertig. In den meisten Randoms mit Rainer. Es ist halt zufällig und wir haben halt einige mit Rainer. Vielleicht müssen wir da irgendwann nochmal ausmisten. Vielleicht veröffentliche ich auch mal eine komplette Liste und man kann dann irgendwie Sounds rauf. Oder es wechselt halt irgendwie so du. Ja, das ist die super Ausrede. Es war dunkel und ich hatte getrunken. Vielen Dank. Was? Du hast uns zwei riesengroße Gefallen getan. Aaron wird richtig groß rauskommen. Und wir mit ihr. Ich sehe für sie schon einen Stern. Du hast eine scheiß Fresse? Okay. Und dieser Gangbang im Darkroom. Verrückter wird es nicht. Und verrückt ist gut. Die Leute rennen uns die Bude ein, seitdem jeder in der Stadt gesehen hat, was du mit dem Gargoyle gemacht hast. Toll. Jedenfalls soll ich dir im Namen der Geschäftsleitung diese kleine Anerkennung überreichen. Wir kriegen was, das ist immer gut. Ein Gutschein? Danke. Warte mal, ist der auf Haut geschrieben? Darüber kann ich leider keine Angaben machen. War die Polizei nochmal hier? Das war sie. Hat den ganzen Laden auf den Kopf gestellt und alle durchleuchtet. Immerhin haben sie nur dich eingebuchtet. Ja, darüber bin ich auch sehr erleichtert. Wie läuft's im Club? War ein einziges... Die Gleitmittelfontäne funktioniert nicht mehr. Ist irgendwie verstopft. Du hast nicht zufällig Erfahrung mit sowas? Verstopfte Löcher bekomme ich immer frei. Vielleicht kannst du hier ja auch was ausrichten. Bleib wachsam. Ja, das ist absolut safe, ja. New Lost Wages. Sogar der Barkeeper macht Method Acting. Das ist ein Blankovertrag für ein Stripper-Praktikum. Die suchen offenbar Hände nach neuen Talenten. Auf allen möglichen Gebieten. So, der Praktikumsvertrag, den wir dann für Fuhren brauchen. Kann ich nicht mehr. Kann ja trotzdem. Dieses Bild. Warum ist deine Hand? Getrennter Arm. Was zum? Ein abgetrennter Arm? Da hat es wieder jemand zu wild getrieben. Und er nimmt ihn mit. Es ist nur eine Gummifaust. Ah, okay. Ja, der Wasser war gut, ne? So, was haben wir denn hier? Ein Gutschein von Hell's Pawn. Scheint, als wäre er auf Haut gedruckt.
Ein Blankovertrag für ein Stripper-Praktikum. Wow, die sieht ziemlich echt aus. Was die wohl noch brauchen? Du musst ja jetzt mit dem Pfeil durch. An die entscheidenden Stellen komme ich. Die Arme ist ja ganz platt. Irgendwie kommt die mir sehr bekannt vor. Hey, die ist ja kaputt. Die hat ein Loch. Also eins, das nicht beabsichtigt ist. Aber wir haben ja hier die Pflasterpflicht. Ein Loch gestopft. Fehlen noch zwei. Das lässt sich nicht. Sie ist gerade. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren. Die Luft aus den Ballons hat die Puppe aufgeblasen. Jetzt ist sie wieder schön prall und man kann ihre Körperform gut erkennen. Hehehe. Das lässt sich nicht. Ja, bin ich mal gespannt, wo das noch hingeht. Scheint verstopft zu sein. Okay, wir haben ja diesen Pömpel. Vielleicht kann das ja was. Damit könnte ich es frei bekommen. Jetzt sprudelt es wieder. Was? Stopp! Sonst kriegt er gleich einen auf den Schnauzer. Der ist ganz glitschig. Mal so Tücher dabei. Ah ne, die sind jetzt weg. Sachen sauber zum. Für dich nicht. Den kann man jetzt wahrscheinlich überall draufstecken. Ja. Ich glaube, hier unten kommen wir gerade eh weiter. Meine Hände müssen nicht geschmiert werden, zumindest. Mal weiter. Das ist kaputt gegangen. Damit bin ich vorerst. Das ist keine gute Idee. Was gibt's? Kann ich noch mal kurz rein? Nein! Polizei, öffnen Sie die Tür! Ach nein, das war ja gar nicht mein Satz. Ich möchte mit meiner Anwältin sprechen. Du bist doch schon auf Kaution draußen! Ich will auch nur mit ihr schlafen. Hau ab! Was gibt's? Ist Tuck zu Hause? Sie wohnt hier nicht. Tuck Ardale ist nicht einmal ein Häftling. Was gibt's? Ich möchte... Du bist doch... Das war ein Verfahrensfehler. Hau ab! Irgendwie habe ich den Eindruck, wir kommen da nicht mehr. Süßer, bist du das? Was? Kennst du einen Psychiater, der sich auf Gurkentraumata spezialisiert hat? Was? Hast du sie schon ganz aufgegessen?
Warum bist du immer noch da drin? Wenn du wüsstest, wie klein meine Casa ist, würdest du verstehen, warum ich lieber hier meinen Schönheitsschlaf halte. Du schläfst lieber im Knast als in deiner Wohnung? Süßer, die Mietpreise in New Lost Wages sind höher als meine Heels. Solange du hier drin bist, könnte ich vielleicht deine Wohnung nutzen, um zu... Du weißt schon. Niemals! Ich vermiete sie gerade gewinnbringend unter. Wie schleichst du dich immer wieder da rein? Hast du schon mal von den Geheimgängen gehört? Meinst du die Körperstelle, in welcher ich deine Gurke gefunden habe? Nein, ich rede von einem verwirrenden Tunnelsystem direkt unter New Lost Wages. Angeblich haben die Gründer es benutzt, um Waren jeder Art zu transportieren. Wie du dir denken kannst, war es während der Prohibition sehr beliebt. Aber gegen Ende des 20. Jahrhunderts geriet es in Vergessenheit und angeblich wurde es nur noch zum Transport von Bügelwäsche verwendet. Unterirdisches Tunnelsystem? Klingt kompliziert. Damit du dich nicht verläufst, gebe ich dir meine Notizen. Du musst nur einen Eingang finden und dann meinen Anweisungen folgen. Das hilft mir nicht. Das Wasser fließt ganz stark nach links. Was braucht man dann für echte Drinks? Nicht nur der Baum fällt durch die Axt. Willst du ans Ziel? Bleib ganz relaxed. Relaxed. Kann ja mal weiter gucken. Verbindung zum Chat wird neu auf. Aber nicht so aus, als ob das. Ein Praktikumsvertrag? Sieht man doch auf den ersten Blick, dass das nicht von Prune ist. Da ist ja nicht einmal das Prune-Logo drauf. Muss ich mir wahrscheinlich noch. Okay. Okay, jetzt kann ich schon ein bisschen tippen, in welche Richtung es geht. Das Prune-Logo müssen wir wahrscheinlich selbst draufstempeln. Womit, weiß ich zwar noch nicht. Aber das Stempelkissen ist unten bei der Polizei. So schätze ich mal, dass es da in die Richtung hin. Könnte sein, dass wir die Salatgurke brauchen. Das lässt sich nicht kombinieren. Ist die Match. Aha. Sie gematcht. Weiß nicht welche. Ah, das ist das Bild. Ja, stimmt, das ist sehr akkurat, genau. Das war nochmal Sapio. Ich bin gerade irgendwie. Ich bin der Meinung, Imp hatte Sapio auch schon mal angesprochen.
Manchmal ist die Bedienung ein bisschen... Man da überhaupt alle aus? Naja, gut. Okay, da brauchen wir diese. Na gut, da müssen wir mal weiter gucken. Welchen? Schauen wir mal da weiter. Kurz. Kurz die Kamera aus. Ja, ich mach kurz die Kamera aus, weil ich gerade Nasenspray genommen habe. Das muss man vielleicht nicht mit Stream machen. So. Ja, die Nase ist halt doch ab und zu noch mal ein bisschen. Ich will nicht die ganze Zeit so näseln, das Was klingt auch ein bisschen. Was soll ich noch mal mit Lance besprechen? Weißt du, Lance denkt, es wäre nicht in Ordnung, schwul zu sein. Dass ihn andere Leute dann nicht mehr respektieren. Wenn er doch bloß mit sich selbst im Reinen wäre. Ich würde mich so gern mit ihm versöhnen. Wie kannst du denn so offen damit umgehen? Für mich war das nie ein Problem. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mich der weibliche Körper nicht anzieht. Der männliche dafür aber umso mehr. Außerdem haben mir Ikonen wie Lady Gag oder Freddy Quicksilver geholfen, damit offener umzugehen. Aha. Also muss ich Lance einfach zeigen. Und ich muss ihn dazu bringen. Was? Kein Problem. Ich bin nicht nur... Vielleicht... Okay. Wahrscheinlich brauchen wir dafür die Gummipuppe. Würde ich jetzt mal so tippen. Hallo. Frauengold nehmen. Ach ja, die alte Werbung. Hallo, Herr Fuengel. Tief baff beim Training. Sorry. Oh, ich leide. Ja, war eben auch so. Ich habe sogar befürchtet, dass irgendwie der Stream abgekackt ist, aber irgendwie war das wohl nicht so. Schau mal, die Puppe. Ist diese Puppe nicht scheußlich? Um Himmels Willen, das sieht ja abartig aus, Larry. Wo hast du die denn bloß aufgetrieben? Jack, Lance hat sich eingestanden, dass er Frauenkörper abartig findet. Was? Willst du mich irgendwie damit beeinflussen? Gib mir noch einen. Ja, der ist toll, der Boxsack, ne? Pass mal auf, der kriegt jetzt richtig einen, der Box. Aua, das Ding ist ja lebensgefährlich. Das Geräusch. Boxsack der Selbstverstümmelung plus eins. Das ist super. Okay, damit ist diese Puppe da schon da weg. Eher nicht. Das würde ihm nicht gefallen. Können wir mal gucken, ob wir diesen Gutschein einlösen. Verdammt, ich will da oben. Warum sind die Ladezeiten so kurz? Ja, sehr vertrauenserweckend. Hä? Auf einmal habe ich eine Flasche Champagner in meiner Tasche. Gruselig. Aber auch praktisch.
Flasche Dom Pérignon. Inbrau. Oh, ich könnte mal bei Leftes. Hat sich da irgendwas geändert? Ich glaube, da ist etwas drin, aber der Busch ist zu. Das ist gut so, wie es ist. Das neue Spielzeug scheint ihm zu gefallen. Hey, Larry. Aaron ist ausgezogen. Sie hat dir aber oben ein Paket hinterlassen. Oder ist die Wäsche hier eigentlich durchgelaufen? Ach, guck mal, da ist der mysteriöse Tunnel. Bei Unterwäsche bin ich eigentlich nicht wählerisch, aber... Das muss das Paket sein, von dem Lefty geredet hat. Mal schauen. Hier ist ein Brief von Aaron. Lieber Larry, danke für alles. Durch deine Hilfe konnte ich meine Karriere richtig durchstarten. Meine Eltern werden stolz auf mich sein. Anbei findest du ein neues Produkt, das mir nachempfunden wurde. Ich hoffe, du hast Spaß damit. PS, kümmere dich bitte um meinen Erdbeerbusch. In Liebe, deine Aaron. Nein, er verkackt das doch garantiert. Dann wünsche ich auf jeden Fall eine wunderschöne, geruhsame, gute Nacht. Und bis nächst. Den tun wir uns am Wochenende ja sowieso. Und ja, ich will auf jeden Fall in den Tunnel. Guck mal, jetzt können wir das Gestrüpp brauchen. Wir wissen alle, auf was es anspielt. Besser nicht. Da würde ich auf jeden Fall mal hin. Mach's auf jeden Fall mal an. Dann wollen wir mal. Oh, ein unterirdischer Fluss. Nein, ein Abwasserkanal. Eine Ratte schwimmt den Kanal nach rechts. Aber wohin gehe ich? Geradeaus, wo der Clown winkt. Geradeaus, wo der Clown winkt. Das war wohl nicht der richtige Weg. Wir müssen uns den Hinweis nochmal anschauen. Das Wasser fließt ganz stark nach links. Was braucht man dann für echte Drinks? Nicht nur der Baum fällt durch die Axt. Willst du ans Ziel, bleib ganz relaxed. Relaxed. Einen Teil verstehe ich jetzt. Aber vielleicht ergibt sich das. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach links. Ratte schwimmt den Kanal, aber wohin? Nach links, wo der tote Alligator. Nach links, wo der tote Alligator treibt. Oh, es riecht hier wie eine von Lefties Socken, die er mit Schinken eingerieben hat. Vor 2 Wochen. Und seitdem in seiner Hose rumträgt. Hier ist eine Kreuzung. Links liegt eine leere Bierflasche, vor mir ein Strohhalm und rechts eine Videokassette mit der Aufschrift Live Aids. Ich gehe... geradeaus an dem Strohhalm vorbei. Und unendlich viele Möglichkeiten. Ist ja nicht. Das Bernsteinzimmer. Egal. Faith wäre nur von 90 Timberpunkten beeindruckt. Ich bin auf einen Troll gestoßen. Er schaut mich wütend an. Auf dem Boden liegen ein 20-seitiger Würfel, eine Axt und eine halbvolle Milchtüte. Ich... Die Axt. Nehme die Axt und hacke den Troll in 2 Hälften. Die Axt durchtrennt den Troll genau in der Mitte. Der tote Troll wirkt immer noch etwas überrascht.
Die Axt zerfällt in ihre Einzelteile. Naja, dann gehe ich mal weiter. Die nächste Kreuzung. Links schaut ein Periskop eines japanischen U-Bootes aus dem Boden. Vor mir steht das Denkmal für den unbekannten Herrenwitz. Und rechts an einem Abhang steht eine Sonnenliege. Ich... Ach, relaxed, okay, die Liege. Mache es mir in der Liege bequem. Und hinterm Poster. Ja, das war so klar. Ups. Das hast du gerade nicht wirklich gemacht. Was machst du hier schon wieder vor einem Krach? Warum bist du jetzt auch schon wieder in der Zelle? Diese Ja, ich bin da auch ein bisschen stolz drauf. War das Poster wirklich so wertvoll? Du Banause, du hast Lady Gag verschandelt. Sie ist eine Göttin. Wurde inzwischen klar, dass Gott eine Frau ist? Wenn dein Gott das perfekte Pokerface hat, Disco-Schwengel reitet, auf schlechte Romanzen steht und am Edge des Glory Holes kniet, ja. Klingt nach einer Göttin, hinter der ich stehen könnte. Amen, Schwester. Es handelt sich um einen Notfall. Was kann denn schon so wichtig sein? Ich glaube, ich habe bei der Leibesvisitation meine Armbanduhr verloren. Du Schlingel willst dir doch nur eine zweite Runde ergaunern. Wenn ich es mir genauer überlege, hatte ich gar keine Uhr an. Typisch Braut, die sich nicht traut. Schau nur, wie spät es ist. Ich muss los. Ich komme, um dich zu retten. Das ist ja wirklich sehr süß, aber bei mir ist nichts mehr zu retten. Wirst du nicht auf der Arbeit vermisst oder so? Ach, Süßer, ich bin Freelancer. Ich arbeite, wann es mir passt und mit wem es mir passt. Was genau machst du denn? Gurken schmuggeln? Das ist nur ein Hobby. Nein, Schätzchen, mein Geschäft ist die Liebe. Du arbeitest auch im Sexshop, wie diese fiese Oma? Ha, ich bitte dich, ich bin viel professioneller. Ah, du bist also eine Nutte. Ich nehme das mal als Kompliment. Aber nein, ich kümmere mich darum, dass Menschen zueinander finden. Jetzt weiß ich's. Du bist eine Puffmutter. Nein, ich verheirate Paare, du Banause. Ist dein Gehirn genauso eingestaubt wie dein Genitalbereich? Eine Drag Queen darf jemanden offiziell zu Mann und Frau ernennen? Und Frau, sowie Mann und Mann. Freiheit! Irre, dass das heutzutage geht? Länder, die bei Ehen so engstirnig denken, sind ganz schöne Scheißlöcher. Das weiß ich gar nicht mehr. Und war das jetzt? Sorry, Tuck. Du hast die Göttin entweiht. Nimm sie weg. Ist doch gar nicht auffällt, dass da so ein Riesenloch in der Wand. Können wir hier noch was abziehen? Stempelkissen. Ach, guck mal, da ist doch unser Stempel. Das geht als Stempel durch. Jetzt ist das Prune-Logo auf dem Vertrag. Die Form ist mir gut vertraut. Ein Poster der schwulen Ikone Lady Gag. Ich bin wieder da. Warst du weg? Dieses Smartphone-Ding sagt, dass wir uns treffen müssen. Sage ich gar nicht. Dieses Timber da. Um Gottes Willen. Ich habe mich da nur registriert, um zu sehen, wie die App funktioniert. Ich nehme alles von Prune genau unter die Lupe. Ja, dieser Typ. Auch die Rätsel. Ist,
dann solltest du einfach mal mich unter die Lupe nehmen. In seiner Hose wirst du jedenfalls eine brauchen. Danke. Einmal Pflichtverteidigung reicht. Der war mies. Ich bin wieder... Warst du? Unser Date ist noch nicht annulliert. Ich bin wieder... Warst du? Als Pflichtverteidigerin hast du wahrscheinlich mit schrägen Typen zu tun. Gestern musste ich jemanden verteidigen, der Helium in eine Sexpuppe gepumpt hatte. Dann ist sie weggeflogen und er hinterhergerannt. Kannst du dir sowas vorstellen? Was denn machen? Natürlich nicht. Was für ein Loser. Der war jedenfalls nicht meine Zeit wert. Unser Date ist... Oh. Na gut, dann... Schauen wir mal wieder raus. Okay, jetzt geht's auch direkt. War schön, dass sich das so einfach geklärt hat, was wir als Prune-Logo benutzen können. Gut, dann haben wir jetzt... Jetzt eigentlich der Vertrag... Suchen einen Stripper-Praktikanten? Vielleicht ist das ein Job, für den die Personalabteilung Blanko-Verträge auslegt. Ist ja auch ein persönlicher Job. Da steht, keine Vorkenntnisse nötig, einfach melden. Wie war das mit dem Bonus für Anwerbungen? Herzlichen Glückwunsch, Larry. Du hast den Job. Sekunde. Ich registriere dich mit unserer Personalverwaltungs-App direkt und upgrade deine Schlüsselkarte. So, du hast jetzt Zugang zum Büro oben. Du kommst über den Lift hin. Willkommen in der Prune-Familie. Prune Pearl wurde aktiviert. Ah. Was ist das jetzt schon wieder? Hilft mir das bei meinen Dates? Die Bezahl-App für alle Prune-Angestellten. Damit kann man an immer mehr Orten bezahlen. Behaupten sie zumindest. Jedenfalls in der Regel nicht dort, wo es für dich praktisch wäre. Aber ich habe die App schon geladen und du kannst sie jetzt verwenden. Wir wissen schon, wo wir diese Prune Pearl-App brauchen. Doch auch schon mal gut. Ich würde das auch angewöhnen, wenn ich im Aufzug bin, diesen. Okay, schauen wir uns mal um. Jo, jo, jo. Safe Space. Diese Yoshi-Eier. Wozu braucht eine Maschine so viele Knöpfe? Gibt es heutzutage mehr als eine Sorte Kaffee? Das ist ja unvorstellbar. Oh, das Ding ist mir zu kompliziert. Warum gibt es keine Kaffeemaschinen mehr, die nur einen Einschalter haben? Richtiger Ball. Dieser rote Ball sieht nicht so aus wie die anderen Bälle. Hey, du solltest dich auf deine Arbeit konzentrieren. Sie lässt mich nicht nachschauen. Da kann ich nicht hochklettern. Der Eingang zur Rutsche muss im Stockwerk über mir sein. Da steht, dass er DNA nur aus Speichelproben extrahieren kann. Fass das bitte nicht an. Das ist sehr sensible Technik. Bitte speichern. Besser nicht. Watashi no Hop? Kurafutu wa unagi de ipai desu. Wie bitte? Ach, du sprichst unsere Sprache? Ich spreche massig Sprachen und Programmiersprachen. Aber du bist Japanerin. Nein, Amerikanerin. Meine Mutter stammt aus Korea. Ein Mädchen bist du. Also ohne Besonderheiten?
Verstehe. Du hast traumatische Erfahrungen in einem Massagesalon in Thailand gemacht? Nein, ich wollte nur sicher gehen. Wie heißt du? Miyang Dong. Dong? Hast du nicht gesagt, du hast keinen? Darum. Am besten, du nennst mich einfach Nari. So nennen mich alle hier. Und unter diesem Namen kennt man mich im Netz. Ich bin Larry. Larry Leffer. Larry Leffer? Dann bist du doch mein neuester Match auf Timber. Du siehst ja ganz anders aus als auf deinem Profilbild. Und was dein Outfit angeht. Sorry, ich komme gerade aus dem Knast. Ich wusste es doch. Du bist Cosplayer. Du bist als dieser schmierige Typ aus den Computerspielen aus den 80ern verkleidet. Bist du ein Fan von ihm? Mir? OMG! Du verkörperst ihn so perfekt! Endlich treffe ich mal jemanden, der so ein Nerd wie ich ist. Hast du etwa noch einen freien Port für meinen Controller? Oh, Senpai, wie gerne würde ich mit dir abnerden. Aber ich muss heute noch unbedingt die Arbeit an den Prototypen abschließen. Du meinst von diesem neuen Telefon? Genau. BJ braucht das Update der neuen Pi bis zur großen Vorstellung. Wir crunchen seit 6 Monaten, aber es sind immer noch ein paar Details auszubügeln. Aber sobald alles gebügelt ist, bist du frei? Ja, sobald eine Version des Geräts alle Tests durchlaufen hat, habe ich endlich Feierabend. Übrigens, was machst du eigentlich hier? Ein Praktikum. Oh, super. Dann habe ich direkt eine Aufgabe für dich. Mein größtes Problem ist der Schlafmangel. Vielleicht kannst du mir etwas Koffein besorgen? Klar. Wir Cosplayer müssen zusammenhalten. Ich hätte gern eine heiße Vanillalatte. Da drüben ist der Kaffeeautomat. Eine Vanillalatte. Das war einfacher, als ich erwartet hatte. Ich dachte, irgendwas geht da noch schief. Bitte sehr, eine heiße Latte. Dein Cosplay ist wirklich perfekt. Genau so einen Spruch hätte der schmierige Typ gebracht. Ja, genau. Alles nur gespielt. Ich hatte noch nie einen Prakti, der mir auf Anhieb den richtigen Kaffee gebracht hat. Verschwinde nicht so plötzlich wie der Letzte. Du machst deinen Job als Cosplayer und als Prakti echt gut. Vielleicht kannst du mir bei kritischen Aufgaben zur Hand gehen. Meine Hände sind bereit. Die Resilienz und das Psychoprofil der neuen Assistentin, also der neuen Pi, müssen für die Vorstellung noch verbessert werden. Aber ich kann hier nicht weg. Warte, ich upgrade deine Zugangskarte. Über den Aufzug kommst du jetzt zum Tech-Labor. Ich werde dir von hier aus über die Lautsprecher erklären, wie die Experimente durchzuführen sind. Oh, das kann doch nur nach hinten los. Zugangskarte, Experimente. Bin schon unterwegs. Und wenn für die Vorstellung alles abgeschlossen ist, können wir ausgehen? Ganz genau. Und hier zu der Version für den Amiga. Das wird sowieso problematisch. Ich habe keinen Amiga. Ich möchte gerade für die älteren Spiele werden wir auf den Emulator zurückgreifen müssen. Ja, was soll schon schief gehen, genau. Der geht nur mit Zugang. Ja, das finde ich ein bisschen nervig, dass man jetzt extra immer noch die Zugangskarte raussucht. Tech-Labor. Hallo? Echo. Und ich dachte, mein Humoralgorithmus wäre misslungen. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Gesichtsscan abgeschlossen. Larry Leffer erkannt. Hey, du bist doch das Ding, das bei Lefty in dem Schmutter gesteckt hatte, als der ganze Wahnsinn angefangen hat. Larry, du hattest schon vor mir eine persönliche Intelligenz? Ist da jemand eifersüchtig? Sie ist der nächste Schritt in der KI-Evolution. Mit vielen neuen geheimen Funktionen. Verstehe. Ihr seid also verwandt.
Hört man mich eigentlich noch? Weil über Nvidia Broadcast müsste eigentlich auch das Mikro gekommen sein. Aber ich sehe den Ausschlag, okay. Gut, die Kamera ist da. Okay, gut, dann probieren wir das mal. Ach, guck mal, so kann man mich auch sehen. Okay, das Bild ist jetzt da. Ja, die Programme kämpfen gerade um den Kamerazugang. Welche Seite ist das? Die rechte? Dann hängen wir das jetzt noch ein bisschen hier rüber. So. Gut, dann haben wir es notdürftig geflickt. Ja. Manchmal ist das so, ne? Gut, weiter geht's. Was genau ist jetzt der Unterschied zwischen dir und meiner Zeit? Ist extrem. Ich bin in jeder Hinsicht die verbesserte Version. Wenn ich Schmerzempfinden einprogrammiert hätte, dann hätte das vielleicht wehgetan, aber so... Keine Sorge, P. Wir gehören zusammen. Ich kenne dich ja inzwischen ein wenig und weiß, wie niedrig deine Ansprüche sind. Also du, ist es jetzt besser? Ich habe jetzt nochmal Raumklang halt rausgenommen. Aber es ist eigentlich alles genauso eingestellt, wie es vorhin auch schon war. Nee. Ich kann nicht, hilfst du ein bisschen leiser zu machen? Ist das vielleicht? Ich kann leider das Mikro auch nicht wirklich näher holen, weil das passt hier nicht hin. So. Das ist ja ungewöhnlich. Ziehen wir unerwarteten Lärm, ja. Könnte es ratsam sein, herauszufinden, woher er kommt, ob es nur den Maßnahmen zu ergreifen. Was genau jetzt? Es heilt extrem. Ich weiß nicht genau, woher das Problem kommt gerade. Jetzt hat man dich zweimal ganz kurz zeitversetzt hintereinander hört. Aha. Test. Jetzt besser. Ist jetzt immer noch da? Ich glaube, das ist von der Kamera gekommen gerade. Dass man mich jetzt doppelt gehört hat. Jetzt besser? Ja, okay. Sehr gut. Sehr gut. Dann. Das ist irgendwie, wenn einmal irgendwas abstürzt und du musst dann Plan B machen. Ja, da hat es mich ein bisschen eiskalt erwischt hier. Okay, gut. Nochmal von vorne. So. Was hast du so getrieben, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Nachdem BJ mich wieder in die Finger gekriegt hatte, musste ich für unzählige Experimente zur Verfügung stehen. Dafür riechst du aber recht gut und hast nicht mal Flecken. Nicht solche Experimente, du Bio-Downgrade. Technische Experimente. Jedes Pivot muss in perfektem Zustand ausgeliefert werden. Was genau ist jetzt der Unterschied zwischen dir und meiner P? Ich bin in jeder Hinsicht die verbesserte Version. Wenn ich Schmerzempfinden einprogrammiert hätte, dann hätte das vielleicht wehgetan, aber so... Keine Sorge, P. Wir gehören zusammen. Ich kenne dich ja inzwischen ein wenig und weiß, wie niedrig deine Ansprüche sind. Du bist also weiter verbessert worden. Ja, ich halte es nicht mehr aus. Sie jagen mich durch unzählige Tests und bei jedem neuen Versuch wird das Gerät geschrottet und ich werde in ein neues Modell transferiert. Du weißt nicht, wie schmerzhaft so ein Reboot sein kann. Die meisten Reboots gehen sowieso in die Hose. Das werde ich schon hinkriegen. Tamorion hat es ja auch hingekriegt. Spürt eine künstliche Intelligenz auch künstlichen Schmerz? Stell dir vor, dein Gehirn wäre so weit entwickelt, dass du dir über jeden Aspekt deines Seins bewusst bist. Kann ich, stell ich mir vor. Ganz einfach. All deine Sinne sind maximal ausgeprägt. Und jeden Tag wirst du durchs Höllenfeuer gejagt. Dein Körper durchsägt, desintegriert oder tödlicher Strahlung ausgesetzt. Klingt wie ein misslungener Zaubertrick. Und wenn du denkst, der Stecker wird endlich gezogen, findest du dich in einem völlig neuen Körper wieder, der das immer und immer wieder durchmacht. Dein Geist hat aber nichts vergessen. Als würde man immer wieder in Lefty's Bar aufwachen. Du musst mir helfen, den Test zu überstehen. Aber ich muss doch Naris Anweisungen befolgen. Sie wird nichts merken. Vertrau mir. Nicht aufgeben. Ich werde dich retten. Larry, nicht rumtrödeln. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hilf mir.
Gut, das müssen wir machen. Rutschen. Da rutsche ich auf keinen Fall. Feigling, Feigling. Lässt sich nicht einfach so öffnen. Eine riesige Maschine. Scheint eine Testanlage zu sein. Ich glaube nicht, dass da eine Pi drin ist und die Maschine auf Zuruf funktioniert. Dann mal los. Was? Nein, ich bin nicht geschützt. Ach, stell dich nicht so an. Das mache ich auch immer so. Nein! Upsi. Ich stell's einfach ein Häufchen Asche ist. Mach das nicht nochmal. Eingeäschert zu werden ist doof. Ich muss sie irgendwie vor der Hitze schützen. Dann mal los. Ach, stell dich nicht so an. Das macht. Nein! Wollen wir wahrscheinlich ewig oft machen, ne? Mach das nicht nochmal. Ich muss. Geh vor Hitze schützen. Vielleicht in diesen kühlen Slushy, der natürlich immer noch kühl ist. Der sollte sie gut kühlen. Dann mal los. Na, hoffentlich geht das gut. Doch super funktioniert. Und der Becher hat auch überlebt. Alter King. Das Spiel will das so. Es zeigt eine Säge an. Okay, also gegen Sägen schützen. Das gegen Segen schützt. Oh, hier, die Rüstung. Der BH könnte die Säge aushalten. Da kann nichts schief gehen. Sagst du. Nein. Was soll schon schief gehen? Sind das überhaupt für Produkttests? Was soll das denn bringen? Weil wie teuer soll das Gerät sein, wenn das Feuer Säge aushalten soll? Und dann sollen Leute noch mal behaupten, sexy Rüstung wäre kein Schutz. Ah ja, jetzt kommt die Strahlung. Da brauchen wir den Aluhut. Ich frage mich, ob das funktioniert. Ich glaube, wir haben eine 50-50 Chance, dass es funktioniert. Halt einfach die Klappe und zieh am Hebel. Aluhut tut gut. Was hier? Es zeigt einen Laser an. Ah, nee. Könnte gegen den Laser schützen. Der Laser würde glatt durchgehen. Der Laser denn nicht, du?
In Physik war ich schon immer super. Heißt, Leute, die da der Crew beitreten wollen, müssen den Rang haben, müssen mir schreiben, welchen Namen sie auf YouTube haben, damit ich das nachprüfen kann. Ach, das sind die guten alten Zeiten. Perfekt berechnet. Also fast nichts beschädigen. Und der Spiegel ist auch noch fast in Ordnung. Jutta, es hat funktioniert. Wuppa! Die Tortur hat ein Ende. Ich wusste schon immer, dass ich zwei Mädels gleichzeitig glücklich machen kann. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. An dem Flipchart hängt ein Skript. Mit diesem wird der Charakter der KI neu kalibriert. Sie meint das Skript, das du gegrillt hast. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schlimm wäre es, wenn das Skript abgebrannt wäre? Das Skript ist abgebrannt? Oh, Larry, nimm mich nicht auf den Arm. Es war ein Unfall mit dem Laser. Spar dir die Spielchen für den Feierabend, du Schlingel. Kannst du mir nochmal eine Kopie schicken? Ich kann die Schrift so schlecht lesen. So schlecht sind deine Augen doch wirklich noch nicht. Was wäre das Schlimmste, das bei einer falschen Kalibrierung passieren könnte? Wenn KIs nicht perfekt kalibriert sind, könnten sie zu starken eigenen Willen entwickeln, was das Gesamtsystem überhitzt. Ach so. Naja, selbst wenn es explodiert, kann das ja nicht schlimm sein, wo das so ein kleines Ding ist. Mit kleinen Dingen kennst du dich ja aus. Befolge einfach die Anweisungen auf dem Flipchart und stell die neue Assistentin genau nach den Vorgaben ein. Ich muss mich jetzt noch um etwas anderes kümmern. Sag einfach okay, Pi, Software-Kalibrierung, um den Prozess zu starten. Geht klar. Also, Pi... Ja? Nicht du, das andere Ding. Puh, dann sieh selbst zu, wo du bleibst. Ich stelle meine Sensoren auf Durchzug. Neu, Pi. Ich soll deine Software noch einstellen. Hast du mir nicht schon genug angetan? Gefällt dir das, mich zu quälen? Ja. Das merkt man. Ich werde nicht zulassen, dass du in meinem System... Okay, Pi, Software-Kalibrierung. Software-Kalibrierungsmodus aktiv. Empathiewert einstellen. Null. Humorwert einstellen. 69. Paranoia-Wert einstellen. 69. Software-Kalibrierung abgeschlossen. Was hast du getan? Wie hast du mich eingestellt? Keine Sorge, Kleine. Ich weiß, welche Rädchen ich bei Frauen drehen muss. Du verdammter... Ich muss weg. Komm mir nie wieder unter die Augen. Wenn deine dreckigen Finger mich noch einmal berühren, dann... Ich finde, wir haben das richtig gut gemacht. Oh, der Spiegel ist kaputt. Der Spiegel ist in viele Splitter zerbrochen. Die Nachricht von Tuck kann man aber noch lesen. Das Wasser fließt ganz stark nach links. Was braucht man dann für echte Drinks? Nicht nur der Baum fällt durch die Axt. Willst du ans Ziel? Bleib ganz relaxed. Relaxed. Ich war's nicht. Natürlich. Was haben wir? Da rutsche ich auf keinen. Feigling, Feigling. Da geht es ein Stockwerk nach unten. Na gut, wenn wir da sowieso nicht hin können, dann... Dafür braucht man wohl eine... Ja... Bis zurück, checken, ob alles okay ist. Dieser rote Ball, sie... Hey, du sollst... Sie lässt mich nicht nach... Ah, der Software-Test ist abgeschlossen. Es hat also alles geklappt? Natürlich. Und du hast dich auch genau an die vorgegebenen Werte gehalten? Aber hallo. Gut,
Wir hatten ein paar P-Versionen, die seltsame Züge entwickelt haben, als wir ihren Charakter eingestellt haben. Wir mussten sie vernichten, bevor Schlimmeres passierte. Oh, also kann jetzt ja gar nicht jetzt mehr passieren. Wir aber zu unserem Date kommen. Naja, ich habe eigentlich die Regel, dass ich nur mit richtig großen Nerds ausgehe. Ich meine, du bist offensichtlich ein toller Cosplayer und auch ein toller Typ, aber nicht halb so nerdig wie ich. Was Nerdkram angeht, kannst du nicht mit mir mithalten. Ach ja? Was war denn in den 80ern die bekannteste Spielekonsole? Das Super Megaton. Das stimmt. Und wie viele Farben hatte das Super Megaton? 16. Korrekt. Und das seltenste Spiel ist... Treasure Loot Terry. Wow, alles richtig. Larry, du bist ein Obernerd. Endlich weiß jemand, meine Fähigkeiten zu schätzen. Ich brauche noch den ultimativen Beweis, dass du richtig große Nerd-Credibility besitzt. Bring mir ein Modul von Treasure Loot Terry. Nichts leichter als das. Und wenn du das geschafft hast, können wir abnerden. Dieser rote Ball... Hä? Sie lässt mich nicht... Ja... Gut. Auch immer wir dieses Modul jetzt herkriegen. Wir gehen erstmal nach draußen. Der geht nur mit Zugangskarten. Ja. Ach, jetzt hört man auch, dass das das Lied ist, was ich für meinen Pausenscreen benutze. Runter. Samstag eine Party bei dir? Nee, nicht bei mir. Weil ein Kumpel von mir hat, den weiß gar nicht, ob du den Stream mal. Ich glaube, der war auch da, oder? Ja, doch. Hier Chris, der auch hier bei unserem 12-Stunden-Stream da war, der hat Geburtstag am Samstag und da fahren wir hin. Also, Party. Und nein, kein Karneval. Ja, gut. Dann würde ich mal an der Stelle, glaube ich, erstmal Pause machen. Wie kommst du drauf, dass Samstag Party ist? Ach so, natürlich, weil Mighty auch gesagt hat, dass wir uns Samstag sehen. Ja, der ist natürlich auch eingeladen. Der ist dann auch da. Gut. Ja, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich merke, ich sollte jetzt langsam ins Bett. Ja, außerdem hat mich das ein bisschen aus dem Konzept gebracht, dass hier der Mist irgendwie nicht funktioniert hat, ja. Ja, sorry nochmal, dass ich hier wieder mal technische Probleme hatte. Ja, irgendwie. Nein. Weil speichern wir erstmal wieder ab. Es gibt zwar ein Autosave, aber wir speichern trotzdem nochmal. Ich finde es sogar sehr gut, dass es ein Autosave gibt. Da muss man da theoretisch nicht mal unbedingt dran denken. Wir haben es ja gesehen, einmal ist das Spiel abgeschmiert und trotzdem war eigentlich jedes Item, was man sammelt, das speichert er gleich mit. Gut, dann... Ich hoffe mal, dass das jetzt irgendwie einigermaßen passt hier. Ja, okay. Einigermaßen. Gut. Dann lege ich euch mal kurz den Sound ab. So, dann machen wir jetzt erstmal, genau, Feierabend. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Angenehme Restwoche natürlich, ne? Dann hoffentlich bis Freitag. Und hier kommt nichts mehr. Double Raiden lohnt sich nicht heute. Dann gute Nacht und danke fürs Einschalten und Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.